Ja, ihr werdet sehen mit der Zeit, dass ich in allem recht habe. In allem, wirklich, in allem, was ich erzähle. Libido-Selbstermächtigung, toxisch Metaframen, spirituelles Erwachen und andere Dinge auch noch. Und die Heilmethoden auch, also die vier Säulen, wie ich sie nenne. Und viele andere Dinge auch. Und ich habe, was diese Sachen angeht, also ich habe selten nicht recht. Ich habe wirklich sehr, sehr selten nicht recht. Und ob das Leuten gefällt oder nicht, ist mir scheißegal. Ich habe sehr selten nicht recht. Und ich bin dankbar für diese Downloads, die ich bekommen habe, weil ich dadurch, ihr werdet sehen, ich habe absolut recht. Wie die Gesellschaft damit umgeht, ist eine andere Sache. Weil es gibt ja immer so ein Gesellschaftsbewusstsein und Kollektivbewusstsein und das kann extrem toxisch eingestellt sein. Und ich bin der Meinung, dass die komplette deutsche Gesellschaft zu 80, 90% toxisch eingestellt ist momentan. Und ich bin halt Ikonoklast, also ich gehe der Sache, ich bin sozusagen der Sache voraus. Und ich glaube aber, ich glaube, das wird nie, ich meine, ich glaube, da brauchst du einen gewissen Intelligenzlevel, um wirklich zu verstehen, von was ich spreche. Und das wird halt nie die Norm sein. So. Ich habe quasi die gemeinsamen Nenner gefunden von komplett dynamischen, von der Gesellschaftsdynamik. So. Und die Yoga-Lehrerin, der ich das dann so alles erzählt habe, die war absolut fasziniert. Die war absolut fasziniert von dem, was ich erzählt habe, weil sie halt, wenn ich sage Nadis, wenn ich sage Ida Pingala, weiß sie sofort, von was ich spreche. Das heißt, ich muss da nicht erst mit den absoluten Basics anfangen. Also ein Yoga, ein Yogi und jemand, der sich viel mit Heilung beschäftigt, der versteht sofort, von was ich spreche, wenn ich von Chakren rede und Sakralchakren. Sie dachte zum Beispiel, Freude, dachte sie, ist im Solarplexus. Also das war das Einzige, was sie nicht wusste. Und ich habe gesagt, nee, das kommt aus dem Sakralchakra. Freude kommt aus dem Sakralchakra. Und gut, es gibt noch die Herzensfreude, die kommt von aus dem Herzchakra, aber die wollte ich noch was sagen? Nö.